Servus in Kärnten. Sretschno Koroschka. Hallo Kärntschi. Kärnten ist das südlichste Bundesland Österreichs und grenzt an 2 Nachbarstaaten und 3 Nachbarbundesländer. Unsere Berge gehören zu 2 riesigen Gebirgsketten. Im Süden erheben sich die zerklüfteten Kalkalpen mit ihren steilen Wänden und gezackten Gipfeln. Im Norden liegen die aus hartem Urgestein bestehenden Zentralalpen. Sie wurden in der Eiszeit von Gletschern geformt. Österreichs höchster Berg, der majestätische Großglockner. Er ist 3.798 Meter hoch. Die Basterze, am Fuß des Großglockners, ist der größte Gletscher Österreichs. Leider schrumpft er aufgrund der Klimaerwärmung immer mehr. Die Drau ist Kärntens Hauptfluss. Sie durchfließt unser Land 200 Kilometer lang, von West nach Ost, und sammelt auf ihrem Weg das Wasser aller wichtigen Flüsse. An den Flüssen liegen auch die Bezirksstädte Kärntens. Komm mit auf eine Draufahrt. Die Drau entspringt am Doblacher Sattel in Südtirol. Mit einer Gesamtlänge von 749 Kilometern ist sie der viertlängste Nebenfluss der Donau, in die sie bei Osijek in Kroatien mündet. Land der Seen. Unsere großen Seen sind die Überbleibsel der eiszeitlichen Gletscher. Paradiesisch klares, kostbares Süßwasser. Kein Wunder, dass Gäste aus aller Welt darin baden wollen. Der Weißensee ist der höchstgelegene Badesee Kärntens. Im klaren Wasser tummeln sich zahlreiche schmackhafte Fischarten. Im Winter ist der See ein Eislaufparadies. Der zweitgrößte und tiefste See Kärntens ist der Millstätter See. Er ist 141 Meter tief. Der Ort Millstatt ist auch bekannt für das Benediktinerkloster aus dem frühen Mittelalter. Der Millstätter Kreuzgang im ehemaligen Benediktinerkloster gilt nicht zuletzt durch seine reiche magische Schmuckplastik aus dem 12. Jahrhundert als bedeutendes Baudenkmal der Romanik. Das Kloster war über Jahrhunderte hinweg geistiger und kultureller Mittelpunkt Oberkärntens. Eingebettet zwischen der Gerlitzen und den Ossiacher Tauern liegt der Ossiacher See. Hauptort am See ist Ossiach. Der jährlich im Stift Ossiach stattfindende karinthische Sommer zählt zu den bedeutendsten Musikfestivals Österreichs. Türkisblau liegt er mitten im Klagenfurter Becken. Im Sommer ist er das Urlaubszentrum Kärntens, der Wörthersee. Bekannte Sehenswürdigkeiten sind der Pyramidenkogel, die Halbinsel Maria Wörth sowie der alte Kurort Velten mit dem Schlosshotel. Völlig harmlos der Lindwurm, das Wahrzeichen unserer Landeshauptstadt. Ja,
Klagenfurt hat einige Sehenswürdigkeiten. Sie wurden schon seinerzeit von ihrer Majestät, der Kaiserin Maria Theresia, bewundert. Im Rathaus arbeitet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. Es ist der Sitz der Stadtverwaltung. Zu Stein ist er geworden, der Fischer am Benediktinermarkt. Das kommt davon, wenn man die Leute übers Ohr hauen will. Der alte Platz mit der Pestsäule zur Erinnerung an diese schreckliche Seuche. Dies ist das älteste Haus der Stadt. Es heißt zur Goldenen Gans und ist über 500 Jahre alt. Das Landhaus ist Sitz des Kärntner Landtags. Seine Abgeordneten werden alle 5 Jahre vom Volk gewählt. Beeindruckend die vielen, vielen gemalten Wappen der Adelsfamilien und Ritter aus alter Zeit. Die Landesregierung. Sie führt die Beschlüsse des Landtags durch und regiert das Land. Chef der Landesregierung ist der Landeshauptmann. Den Villacher Fasching kennt wirklich jeder. Aber wer weiß schon, dass in Villach der höchste Kirchturm Kärntens steht? Er gehört zur Hauptpfarrkirche St. Jakob. Der berühmte Arzt und Alchemist Paracelsus wirkte hier schon im Mittelalter. Den Fluss kennen wir. Die Drau fließt auch mitten durch Villach. Ach ja, Villach ist die zweitgrößte Stadt Kärntens. Im Gailtal liegt die Bezirksstadt Hermagor, benannt nach dem heiligen Hermagoras. Die Region ist ein beliebtes Ferienziel mit allerlei Schmankerln. Der Speck aus dem Gailtal ist für seine ausgezeichnete Qualität bekannt. Die Grafen zu Ortenburg stifteten im frühen Mittelalter ein Krankenhaus, eben ein Spital. Das war die Geburtsstunde der Stadt, Spital an der Drau. Wahrzeichen der Stadt ist das Schloss Borzia. Echt zum Lachen sind die allsommerlichen Komödienspiele im Innenhof. In den ehrwürdigen Räumlichkeiten befindet sich auch das Museum für Volkskultur. Am Fuße der Gurktaler Alpen, am Fluss Tibel, liegt Feldkirchen. Das Gebäude des alten Amthofs beherbergt die Musikschule und ist das kulturelle Zentrum der Stadt. Feldkirchner Schüler und Schülerinnen gestalten jedes Jahr im Advent die Fenster des Rathauses. St. Veitern der Glan, die alte Herzogstadt, war im Mittelalter die Hauptstadt des Herzogtums Kärnten. Jetzt ist sie eine moderne Stadt mit prächtigen historischen Plätzen, Häusern und Mauern und dem größten Solarkraftwerk Österreichs. Der St. Veiter Wiesenmarkt, der alljährlich stattfindet, ist mit 500.000 Besucherinnen und Besuchern eines der bedeutendsten Brauchtumsfeste Österreichs. Die Bezirksstadt Völkermarkt wird auch als Abstimmungsstadt bezeichnet. Bei der Kärntner Volksabstimmung 1920 entschied sich der große Anteil slowenisch sprechender Völkermarkterinnen und Völkermarkter für den Verbleib bei Österreich. Heute ist Völkermarkt das Zentrum des Kärntner Unterlandes. Gleich in der Nähe liegt der Völkermarkter Stausee, ein Paradies für Fischer und Paddler. Ein weißes Schloss leuchtet über den Dächern der Stadt Wolfsberg im Lavanttal. Das Schloss Wolfsberg ist das Wahrzeichen der Stadt. In den herrschaftlichen Räumen gibt es Ausstellungen, Feste und Konzerte.
Der sogenannte Reckturm diente im Mittelalter auch als Kerker und Folterkammer. Im Kuss Wolfsberg, dem Kulturtreff, finden Veranstaltungen aller Art statt. Die Gemeinden Kärnten sind in 10 Bezirken zusammengefasst, mit den Bezirksstädten als Zentren. Da gibt es Spital an der Drau, Hermagor, Villachland, Villachstadt, Feldkirchen, Klagenfurtland, Klagenfurtstadt, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. Die Abkürzungen der Bezirke sind auch auf den Nummerntafeln der Autos zu sehen. Da weiß man gleich, wo die Autos zu Hause sind. In Kärnten leben rund 560.000 Menschen auf einer Fläche von 9.538 Quadratkilometern. Von 100 arbeitenden Kärntnerinnen und Kärntnern sind 7 in der Land- und Forstwirtschaft tätig, 27 in der Industrie und im Gewerbe und 66 im Dienstleistungsbereich. Kärnten ist auch ein starkes Exportland. Jeder zweite Euro wird durch Warenexporte ins Ausland verdient. Der Höhlenbär war ein gefährliches Tier für die Menschen der Steinzeit, die vor tausenden Jahren unsere Heimat bewohnten. Sie waren Jäger und Sammler. Ihre Werkzeuge waren aus Stein und sie kannten die Macht des Feuers. Damals herrschte in Kärnten Eiszeit und Mammutherden zogen durch die Ebenen. In den Sümpfen lebte das urzeitliche Wollnashorn. Im Kärntner Landesmuseum kann man heute seinen mächtigen Schädelknochen bestaunen. Tausende Jahre vergingen. Die Menschen wurden sesshaft, betrieben Ackerbau, züchteten Haustiere und entdeckten das Metall. Werkzeuge und Waffen aus Bronze wurden von einem neuen und viel härteren Metall verdrängt, dem Eisen. Um 300 vor Christi wanderten die Kelten in unser Gebiet ein und errichteten das Königreich Noricum mit der größten Siedlung auf dem Magdalensberg. Das norische Eisen war ein begehrtes Handelsgut. Das Geheimnis seiner Bearbeitung kannte der keltische Schmied. Kurz vor Christi Geburt besetzten die Römer das Keltenland und Noricum wurde römische Provinz. Römische Kunst und Lebensart prägte von da an das Leben der Menschen. Berühmt ist die Bronzestatue des Jünglings vom Magdalensberg. Im Mittelalter war Kärnten lange Zeit ein eigenständiges, mächtiges Herzogtum an der Ostgrenze des Fränkischen Reiches. In dieser Zeit herrschten der Herzog, die Kirche und adelige Ritter über das Land und bauten wichtige Burgen wie Hochosterwitz, Landskron oder Friesach. Aber auch wichtige kirchliche Zentren wie die Benediktinerstifte St. Georgen am Längsee und Ossiach. In Kärnten werden 2 Sprachen gesprochen, Deutsch und in Südkärnten Slowenisch. Die Rechte der slowenisch sprechenden Kärntnerinnen und Kärntner sind im österreichischen Staatsvertrag geregelt. Nach dem Ersten Weltkrieg waren die Grenzen unseres Landes umstritten. Männer und Frauen aus allen Bevölkerungsschichten kämpften im Kärntner Abwehrkampf für den Verbleib Südkärntens bei Österreich. Bei der Volksabstimmung am 10. Oktober 1920 entschied sich eine große Mehrheit der slowenischsprachigen Bewohnerinnen und Bewohner Kärntens für Österreich. Viele unserer Bräuche sind schon vor langer Zeit entstanden, so wie das Geiltaler Kufenstechen in Feistritz.
Der Brauch stammt aus der Ritterzeit. Junge Männer reiten auf ungesattelten Pferden und schlagen mit Eisenkeulen auf ein Holzfass. Das Kranzlreiten findet alljährlich in Weitensfeld im Gurktal statt. Der Brauch des Wettlaufs dreier Burschen stammt aus der Pestzeit. In ganz Europa raffte die Pest im 14. Jahrhundert mehr als 25 Millionen Menschen dahin. Beim Kirchleintragen in Eisenkappel lassen Kinder selbst gebastelte Kirchlein die Fellach hinabtreiben. Dieser Brauch entstand im Jahre 1180 zur Erinnerung an die große Hochwasserkatastrophe, bei welcher die gesamte Ortschaft überschwemmt wurde und nur die Kirche Maria Dorn verschont blieb. Die beleuchteten Kirchlein im Fellachbach sollen somit vor weiterem Hochwasser schützen. Unser wunderschönes Bundesland Kärnten hat seit seiner Entstehung viele spannende, interessante, aufregende und auch gelassene Zeiten durchlebt. Es hat sich in der Welt durch sein hohes Maß an Sport und Freizeit angeboten, die sowohl Kärntnerinnen und Kärntnern als auch den Gästen aus aller Welt zur Verfügung stehen, einen Namen gemacht. Sommer wie Winter gibt es viele Unterhaltungs- und Ausflugsmöglichkeiten. Kärnten ist bekannt durch seine lebendige Kultur und berühmt für seine hervorragenden kulinarischen Köstlichkeiten. Wir leben da, wo andere Urlaub machen. Kärnten ist auch ein Land umfassender Bildungseinrichtungen und hervorragender Ausbildungsmöglichkeiten, die jungen Menschen die Chance auf eine glückliche Zukunft in ihrer Heimat bieten. Für jene, die diese Chancen nützen wollen, ist jedoch eines wichtig: ständig am Ball zu bleiben. Auf Wiedersehen in Kärnten!